Hi, ich bin Dr. Colli, ich bin Hi. Ja, Freunde, ich stehe jetzt hier oben sozusagen auf der höchsten Ebene meines Grundstücks. Ich drehe mal eben die Kamera um. So, da sieht man den Garten. Und da geht es dann anschließend runter zu meinem Grundstück, also der Stelle, wo ich meine Gär stehen habe. Das ist praktisch alles hier Grundstück. Und hier, wo ich jetzt stehe, da kommt der oberste See. Ja, Master Schnuffel, guten Morgen. Und hier, wenn man genau guckt, da sieht man da hinten die Felswand. Die geht da so schräg hoch. Da ist nochmal eine Nische. Und hier, das ganze Gelände soll See werden, bis an den Felsen ran. Dazu muss leider der ganze Kaktus weg. Der obere Teil kann stehen bleiben, aber bis an die Mauer, das muss alles weg, leider. Aber ich meine, wir haben von dem Kaktus hier auf dem Gelände so viel. Ich hatte schon vor, das für die Biogasanlage zu verwenden. Das tut mir jetzt fast schon ein bisschen weh, dass ich das da einfach kompostieren lassen muss. Weil meine Biogasanlage noch immer kein Gas erzeugt. Ich habe da noch nicht die richtige Starterflüssigkeit, nämlich Kuhpisse oder Schweinepisse bekommen. Ich habe bis jetzt nur so ein trockenes Gemisch aus Sägespäne und ein bisschen Schafkacke oder was. Und das hat es echt nicht gebracht. Da war keine Bakterie mehr drin. Das war auch nicht mehr frisch. Ja, sobald ich das habe, kann ich den Rest hier alles vergasen. In Mexiko machen sie aus den Kakteen Biogas und den ganzen Strom, den Mexiko braucht. Der wird aus diesen Kakteen gemacht, habe ich mal gelesen. Ja, und ich mache jetzt hier jeden Tag, bis die Sonne über den Berg kommt, Kaktus hacken, alles weg und dann da runterschaufeln. Ja, viel zu tun. Ja, und dann kommt hier, wo man praktisch jetzt hier sieht, das wird alles See. Bis darüber an die Wand wird alles See, bis da hinten bei die weißen Platten. Und dann kommt hier der Abfluss und dann geht es da runter, um den Garten zu bewässern hier. Den Garten, das ist Sonis Garten. Da hat die dieses Jahr schon Sachen rausgeholt, echt unglaubliche rote Beete und was nicht alles. Ja, was siehst du wieder? Ist alles gut, Schnuffelchen. Ja, und dann kommt dann halt praktisch der Bach so und läuft dann hier oben lang, sodass durch das Versickern von dem Wasser, da der ganze Bereich unterirdisch befeuchtet wird. Darum geht es hauptsächlich. Wenn du hier eine Hand tief gräbst, ist es pulvertrocken, weil hier kein richtiges Grundwasser ist oder keine Ahnung. Und das muss man halt durch Sickerwasser verursachen. Ja. Das ist die Grundstücksgrenze praktisch, da die Mauer, die Wand. Ja, und ich gehe noch jetzt noch ein bisschen hacken. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Gerät so hinzustellen, dass ihr da was von seht. Ah ja, da.
glaube, ich drehe mal wieder die Kamera. So. Schauen wir mal. Ja, man muss echt aufpassen. Das Zeug schmeißt die Stacheln weg, wenn ich da drauf hau. Die habe ich dann anschließend in der Hand, wenn ich nicht aufpasse. Und das juckt übelst.
Ja, und so weiter und so weiter. Stay high.